Mein Gott, dieser Warden, ey, es ist zum Kotzen mit dem, wirklich. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich würde ihn ja schlafen legen, wenn ich könnte. Ich würde ihn ja schlafen legen. Ich kann nur nicht. Er hat ja kein neues Level. Der Warden hat ja wirklich kein neues Level bekommen. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Wir müssen mal ganz kurz eben auf den Angriff gucken von Azur auf meine Base. Ich meine, ich kann nichts verlieren, von daher im Endeffekt, egal was er jetzt tut, es wird eigentlich, es ist mir dann im Endeffekt egal, aber ich will mal trotzdem gucken, vielleicht ist es ja eine interessante Taktik, die er jetzt hier auspackt. Okay, die Gladi kommt. Oh, die Königin ist gleich Fratze. Die Königin hat es doch so gerade eben überlebt. Unglaublich. Das war mal echt Pech. Ich habe so viele Bogis da drin. Ich habe echt sehr, sehr viele Bogis in der Clanburg. Okay, die Gladi müsste jetzt gleich irgendwann mal down gehen, hoffentlich. Komm, put. Okay, Gladi ist zumindest schon mal down. Königin wird jetzt eingefroren und dann kommen die Ballons. Nein, er hat die Ballons auch eingefroren. Komm. Na, das hat sie auch noch überlebt. Das gibt's doch nicht. Die Königin ist ja echt, die ist hart im Nehmen. Die ist wirklich hart im Nehmen, aber die Frage ist ja jetzt, was wird mit dem Rest passieren? Oh, da hat er noch gerade rechtzeitig den Warden gezündet. Ist halt die Frage, laufen die in die Mitte rein? Ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum sie zum Rathaus laufen sollten, denn da ist ja nichts. Oh, da oben sind nämlich noch die Tesla. Jetzt springen sie zum Rathaus. Aber auch nicht alle. Ich liebe diese Base. Das ist die Präsidente-Base, auch wenn er es jetzt schaffen sollte mit der Königin. Leider schafft er es. Oh, die Königin ist down. Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Mein lieber Azur, das war ein Satz mit X. Aber er hat noch seinen Mauervernichter. Das kann er noch schaffen, also... Das habe ich jetzt gerade nicht bedacht. Ah, ärgerlich. Er hat doch den Mauervernichter. Oh, warum setzt er den nicht? Was? Azur? Oder war es die Zeit? Azur? Okay, wir sind auf jeden Fall soweit. Ich war draußen an der Mülltonne und habe dort etwas sehr, sehr Lustiges gefunden. Und zwar das hier. Zur Feier des Nachtdorfes, des grandiosen Nachtdorfes, des größten Updates in der Geschichte von Clash of Clans. Und so. Wir wollen jetzt mal ein bisschen loslegen im Nachtdorf, im Mülldorf. Habe ich das gerade laut gesagt? Nein, das ist ja so die Sache beim Nachtdorf. Es ist nicht Fisch und nicht Fleisch und das regt mich so ein bisschen auf, denn Potenzial ist da, es wird nicht genutzt, es kommt nichts und ja, deswegen wurschtelt dieses Dorf so vor sich hin. Das ist einfach das Problem, ne? Das Dorf vegetiert so vor sich hin, es passiert nichts. Wir wissen, dieses Jahr kommt kein großes Update mehr für das Nachtdorf. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Muss man wirklich sagen, das ist wirklich sehr beschämend, dass da einfach nichts geplant ist. Vor allem ich sage es ja so oft. Es ist ja Potenzial da. Es wird halt nur nicht genutzt. Das ist die große Problematik von diesem Dorf. So, wir setzen mal eben da noch zwei hin. Holen uns hoffentlich nochmal eben den Elixiersammler da weg. Okay, da oben hat er auch schon was weggemacht. Den einen will ich aber noch haben. Den einen da oben, die eine... Moment. So. Das eine Lager will ich noch haben. Und dann gucken wir einfach mal, was wir denn hier so treiben können. So, mal eine Line. 1, 2, 3, 4. Und wenn ein bisschen mehr aufgeräumt ist, kommt die zweite Linie hinterher. Jetzt müssen wir eben warten, bis dieses Gebäude weg ist. Perfekt, so. Ja, keine Ahnung, ob wir jetzt hier großartig was reißen werden. Im Endeffekt ist es ja ein Freundschaftsspiel gegen den Kiwi. Vielen Dank, dass er sich zur Verfügung stellt, jetzt hier mal ein bisschen rumzutesten. So. Ja, jetzt haben wir nur leider ein Problem. Jetzt gehen die Bömpkes leider auf meine schönen Lakaien drauf. Luftabwehr, beziehungsweise die Raketen sind weg. Die Riesenkanone, wenn die weg wäre, wäre auch noch nicht ganz so schlecht. Ja, die Doppelkanone ist weg. Außen vielleicht noch eben das Lager, das wäre auch noch ganz gut. So, jetzt können wir mal eben gucken. Wenn es jetzt nach Plan läuft, wird die Kampfmaschine jetzt auf die Luftbomben draufgehen. Oh, sie geht sogar da drauf. Huh. Bin immer gespannt. Allerdings ist da noch der Wachposten, das bedeutet... Die Kampfmaschine wird ordentlich abgelenkt sein gleich. Eins, zwei, ja, jetzt geht sie nämlich da drauf. Noch lebt sie. Ja, oh, mein lieber Mann. Die Kampfmaschine, mein lieber Mann. Aber eben hat Kiwi 60% geholt. Könnte also sein, dass wir verlieren. Oh. Ich könnte schon wieder ausrasten. Ja, das passiert, wenn man mal zu tief im Müll rumwuselt. Dann findet man doch die tiefen Tiefen des Nachtdorfes darin wieder, auf jeden Fall, in der Mülltonne. So, was machen wir jetzt mal? Ich habe mal Lust, irgendwas auszuprobieren. Wollen wir irgendwas ganz Verrücktes machen im Nachtdorf? Irgendwas komplett Banane ist einfach nur.
Diese Kombination hatte, glaube ich, noch niemand. So, ich glaube, die hatte noch niemand. Und dann sind wir jetzt die Ersten, die das machen. Und wenn man der Erste ist, der das macht, dann könnte das vielleicht ja funktionieren. So, warten ein bisschen ab. Warten ein bisschen ab. Und jetzt kommen sie alle hinterher. Was sie natürlich jetzt machen sollen, ist, sie sollen natürlich da schon mal ein bisschen aufräumen in der Mitte. Aber ob das jetzt funktioniert, das weiß ich nicht. Ja. Auf den Zerschmetterer vielleicht noch mit drauf? Der Zerschmetterer, okay, der Zerschmetterer war nicht so schlau. Weil da noch ein Gebäude vor war, sind sie nicht direkt auf den Zerschmetterer draufgegangen. Leider. Deswegen könnte das, glaube ich, ein ziemlicher Reinfall werden jetzt. Nein, Leute, Beeilung. Oh, die Nachthexen natürlich in der Lava, das ist auch nicht eine gute Idee. Ja, jetzt weiß ich auch, warum niemand diese Taktik vorher gewählt hat. Weil sie einfach nicht gut ist wahrscheinlich. Wir werden jetzt keinen Stern mehr holen. Aber es war mal ein Versuch wert. Es war mal ein Versuch wert. Ja, man muss sich ja irgendwie die Zeit vertreiben hier im Nachtdorf. Ich bin gefühlt seit 5 Jahren hier im Max und es passiert einfach nichts. Wobei, 41%. Naja, mehr als gedacht. Noch mehr als gedacht haben wir hier noch rausgeholt. Ja, immerhin. Wir machen eine Runde, machen wir, komm. Eine letzte Runde. Kiwi ist noch am Start. Mal gucken, was er so treibt. 35%. Das sieht aber auch nicht so erfolgsversprechend aus. Zumindest jetzt nicht, was den... Wir gewinnen, glaube ich. Nee, wir gewinnen nicht. Wir haben ja die Meisterhütte nicht geholt. Wir hatten 41% keinen Stern. Ja, okay. Kiwi. Alles klar. Ist er fertig? Nein, noch nicht. Wir fordern aber schon mal heraus. Dann kann er gleich schon mal annehmen. Ja. Ihr hattet ja auch schon so viele Vorschläge geschrieben in die Kommentare zu dem Nachtdorf. Ich weiß es. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ihr da so kreativ seid von, na gut, Nachtdorf-Clankrieg haben sie gesagt, machen sie nicht. Aber sonstige Geschichten. Was ich mal gelesen hatte, beziehungsweise gesehen hatte, war ein Konzept. Wer kennt noch von Clash Royale diese Draft-Challenge, wo du quasi immer 2 Karten zur Auswahl hast und dann entscheidest du dich für eine, die du dann nimmst. Und der Gegner bekommt die andere. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Armeelager. Bedeutet, man könnte das hier auch so machen. Fände ich persönlich sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Habe ich irgendwo gesehen. Und könnte man ja einfach so als Spaßmodus nebenbei mal laufen lassen, außer Konkurrenz. Ja, es kommt halt nicht. Klar, es kommt halt nicht. So. Probieren wir noch einmal unser Glück hier mit der Taktik. Ja. Die Taktik hat, glaube ich, Potenzial. Ich selber schon lache. Dann weiß man schon, das wird, glaube ich, nicht so ganz funktionieren. Wir lenken aber mal eben ganz schnell ab da vorne. Komm, Lavawerfer. Ja, braver Lavawerfer. So, da einen drauf. Nein. Und so. Rest da vorne drauf. Nein, Nachthex, nicht wieder alle in die Lava reinlaufen. Leute, seid ihr denn blöd? Raus da. Ja, schön. Brav. Schön aus der Lava rausbleiben. Lava böse. Lava heiß. Lava tut Aua. Ne? Ganz wichtig. So. Weiter. Oh, der Mega-Tesla ist down. Sieht so schlecht gar nicht aus dieses Mal. Wenn ich jetzt noch den Zerschmetterer halbwegs schnell down kriegen würde, das schafft sie aber nicht. Oh, mein lieber Mann, wir kriegen sogar 2 Sterne. Oh, ich bin begeistert. Meine Eigenkreation hat ja tatsächlich mal funktioniert. Zumindest für 2 Sterne, ja, vielleicht sogar noch bis für... Oh, da war noch eine Mine. Kommen noch die Kracher noch eben? Nein, nicht mehr ganz. Aber 54%, immerhin. Es hat so halbwegs funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, jetzt sind wir, glaube ich, bereit. Kiwi dreht gleich durch. Kiwi dreht gleich am Rad. Na komm, testen wir das jetzt mal einmal im Multiplayer. So. Wie sieht denn die Base hier aus? Er hat auch den Lavawerfer sehr weit vorne. Okay, das könnten wir, glaube ich, hinkriegen. Oh, da oben ist sogar ein Gebäude. So. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe mich leider vertan gerade. Und habe gerade leider die Truppen nicht gewechselt. Weil ich im Freundschaftsspiel die anderen Truppen hatte. Und jetzt habe ich auch noch die Schweine so gesetzt, dass sie gleich in den Zerschmetterer reinlaufen. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich nichts holen hier. Ich will es jetzt nicht beschreien, aber sieht nicht so ganz so gut aus. Ah, Leute, ey, lasst euch doch nicht von dem Zerschmetterer so verarschen, ey, wirklich. Es muss doch nicht sein. 41%, wobei es reicht für 2, glaube ich.
Es reicht für zwei, ich bin davon überzeugt. 49%. Holt sich jetzt nochmal eben ganz schnell das Sternenlabor da vorne. Und da haben wir ja auch noch was. Ja, 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 ja. Locker, 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 locker. 54%. Jetzt mal eben noch den Tesla noch eben geholt. Ja, und jetzt mal eben noch. Den auch noch. Den auch noch, den Sammler. Perfekt. So, aufgeben, ne? Zählt ja die Zeit auch. Vor allem, ich finde das bei Boom Beach echt gut gelöst. Da gibt es einen Technikbaum. Da kannst du dann mit der Zeit Sachen freischalten für die Saison. Hier gibt es ja in dem Sinne, es gibt zwar eine Saison, aber wen juckt's? Also ganz ehrlich, wen juckt diese Saison? Also klar, die Leute, die jetzt hier spielen, es gibt ja auch genug Leute, die das Nachtdorf trotzdem spielen und Spaß dran haben. Das kann ich ja auch absolut nachvollziehen. Nur für mich persönlich, sagt dann schon alles aus. Mal eben gucken. So, Weltmeister im Nachtdorf, ja genau, kannst du behalten, den Titel, will ich gar nicht haben. Ein bisschen Hybrid, oh warte, nicht so, dann verliere ich den Überblick. 15 Stück, so. Clankrieg habe ich ja fertig, das bedeutet, ich kann hier in aller Ruhe jetzt mal endlich meine Helden leveln. So, Clankrieg ist fertig, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, so, Belagerungsmopeds, das passt auch. Ganz wichtig, man stellt sich auf Rot, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Angriff. Und dann werden wir gleich, was leveln wir denn gleich? Die Königin leveln wir. 238.000.321. Los. Ja. Elektrodrachen, da kannst du schon von ausgehen, dass das jetzt zwei Sterne werden eigentlich. Die Adler da unten interessiert mich nicht. Die Bohne, das Zeppelinchen lasse ich mir einfach mal. Ja. Da einen dienen, da einen hin. Mal eben ein bisschen tunneln. Und wenn wir getunnelt haben, dann werden wir gleich mal den Rest hinterher schicken. Das ist der Plan. Das ist genau der Plan, den ich jetzt verfolge. Zusammen gleich mit dem Warden. Genau, 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 genau. Zusammen mit dem Warden alles hinterher. So. Ja, jetzt sind sie im Radius. So. Jetzt sind sie im Radius. Perfekt. Feger nervt mich so ein bisschen. Er fegt natürlich noch einmal. Der Klassiker. Er fegt natürlich noch einmal. Was wir jetzt gleich eigentlich nur noch eben machen müssen. Oh, das Katapult habe ich mit erwischt. Ha, perfekt. Was wir jetzt eigentlich nur noch eben machen müssen, gleich ein bisschen Prozente noch holen. Klar, da fehlt noch ein bisschen was. Beim Zeppelin lasse ich mir natürlich mal eben noch den Wutzauber übrig. Ja, Rathaus kriegen wir gleich natürlich noch, denke ich mal. Das sollte uns nicht im Wege stehen. Die Klarenburg ist down. Das war. Na, nicht da oben hin. Junge, nicht da oben hin. Nicht da oben hin. Nicht da oben hin. Ja, okay. Ist aber okay. Ich habe ja die Gladi, habe ich ja auch noch. Die Gladi habe ich ja auch noch. So, die geht da drauf. Das ist perfekt. Also, wer wettet mit mir, dass wir hier zwei Sterne bekommen, hä? Wer wettet mit mir? Ich wette mit mir selber, dass ich jetzt hier zwei Sterne bekomme. Auf jeden Fall. Wer wettet mit? Wer wettet mit? Ich wette. So, da noch drauf. Adlerdev schießt jetzt auf meinen König. Sobald die Adlerdev auf meinen König geschossen hat, werde ich ihn zünden. So, werde jetzt gleich die Gladi zünden, bevor sie im Radius ist von dem vom Single Inferno. Ist auch gut. Oh, das Katapult wäre natürlich gut gewesen. Das haben wir noch. Perfekt. Oh, die Königin habe ich. Die hat sich selber gezündet, hat noch nichts gebracht. Und, so. Jetzt kommt unser Zeppelinchen. Hoffentlich. Wobei, da kann doch gar nichts noch sein, oder? Klar, der kann auch die Tornadofalle kann auch nicht mehr da sein. Was soll da sein? Also, nichts. Kann gar nichts mehr sein. Klar, sie gehen jetzt kaputt. Aber, so sollte es sein, ne? So war der Plan. Das hat funktioniert. Ja. Also, man sieht, also, Elektrodrachen sind jetzt nicht immer nur Spam. Also, es kann auch anders laufen. Wir sehen das jetzt hier, ne? Einmal Hybrid, einmal Elektrodrachen, beides mal das gleiche Ergebnis. Also, Elektrodrachen ist nicht nur Spam, denn wir haben es ja gerade gesehen. Man kann es auch etwas aufteilen, indem man erstmal ein bisschen logisch vorgeht an die ganze Geschichte. Man muss halt nur vorher wissen, auf was man sich, ja, auf was man will, ne? Also ich habe jetzt gerade gesagt von Anfang an, wir gehen da auf zwei Sterne drauf. Deswegen, wenn man das vorher so plant, dann muss man natürlich auch gucken. Moment, das will ich so nicht. Wenn man auf zwei Sterne von Anfang an geht, dann muss man natürlich auch gucken, dass man gescheit tunnelt, damit man am Ende für den Zeppelin noch was übrig hat. So, können wir rein und Hybrid machen, ne? Da haben wir noch einen hier übrig, ja. Ein Trainingstränksken. So, dran und drauf und dann kurzer Cut und bis gleich. So, wir sind zurück, wollen natürlich gleich nochmal eben schnell die Königin leveln. Dann ist es noch ein Level bei der Königin und noch fünf Level, boah, fünf Level noch beim
König, die Belagerungsmaschinen, ihr seht es oben. Muss ich auch noch leveln? Wir werden es mal sehen. Hybrid, irgendwas Gutes. Die hatten wir doch gerade. Wow, genau diese Base hatten wir doch gerade, oder? Zumindest ziemlich ähnlich. Gut, dann soll es so sein. Das Problem ist jetzt. Oh, nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen, bitte. So, da haben wir einen. 6 Stück. Das Problem ist, ich muss die Klamuk irgendwie locken. Wenn wir die Klamuk da jetzt nicht gelockt bekommen, dann haben wir ein großes Problem. Oh, wobei, das ist eh keine gute Taktik, glaube ich, dafür. Warte mal. Ja, dann machen wir das halt so. Bevor mir jetzt die Königin abraucht da vorne, das wäre natürlich jetzt gar nicht gut. Es wird aber generell, glaube ich, schwierig werden. Kein guter Angriff wird das. Kann ich jetzt schon mal sagen, ja, genau das, was nicht passieren sollte, passiert nämlich jetzt. Oh, da ist ordentlich was los. In der Clanburg, da ist wirklich ordentlich was los. Oh, die Königin, das war knapp. Ja, die Clanburg muss natürlich down. Das wäre echt nicht gut, wenn die Königin jetzt nicht down gehen würde. Wenn die Clanburg nicht down gehen würde. Sie muss sich da gerade mal eben freezen. Zumindest der Drache. Der Drache muss weg. Ja, der Drache ist weg. Okay, jetzt haben wir ein bisschen zeitlich ein Problem gleich. Jetzt wird es zeittechnisch gleich ein bisschen tricky. Wobei, den kann ich sogar nochmal freezen. Den hole ich mir jetzt. Pass mal auf. Der Weg muss frei zum Rathaus. Komm, Königin. Du hast dich jetzt so gut durchgekämpft. Schaffst du noch. Den kriegst du jetzt auch noch. Jetzt eben das vielleicht noch da vorne holen. Aber wir haben Ecke. Guck dich mal die Zeit an. Das schaffe ich niemals mehr. Erstens ist der Weg nicht frei dahin. Also, wo sollen die Truppen jetzt hinlaufen? Und zweitens, ja, das wird ein großer Reinfall werden, leider. Jetzt lauf doch hinterher, Warden. Dankeschön. Danke, lauf hinterher, Warden. Bitte, Warden. Warden, hallo. Hallo, Warden, danke. Jetzt einmal. Oh, ey. Der Warden ist echt. Ich hasse den Warden. Der ist zu nix zu gebrauchen. Wirklich. Zu nix. Aber geht so gar nix. Ich hasse den Warden. Wirklich. Schlechtestes Update ever mit dem Warden. Wirklich. Meine Fresse. Lauf doch einmal hinterher, Warden. Nur einmal. Ja, jetzt kümmert er sich um die Sachen. Ist der eigentlich blöd im Kopf, ehrlich? Ist der eigentlich wirklich blöd? Mein Gott, ey. Oh, das wird jetzt natürlich ein riesen Gaudi, jetzt da noch die Gladi hinzuschicken. Die wird jetzt natürlich alles reißen. Die wird jetzt natürlich einfach komplett alles wegreißen da vorne. Klar. Ach komm, ey. Mein Gott, dieser Warden, ey. Es ist zum Kotzen mit dem, wirklich. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich würde ihn ja schlafen legen, wenn ich könnte. Ich kann nur nicht. Er hat ja kein neues Level. Der Warden hat ja wirklich kein neues Level bekommen. Also es ist wirklich, einfach wirklich, dieser Typ ist wirklich so langsam. Es ist unglaublich. Er ist einfach wirklich zu nichts, aber auch wirklich zu gar nichts in diesem Spiel zu gebrauchen. Es kommt bei jedem Update, kommt immer, wir haben die KI des Warden verbessert. Wo? Wo habt ihr die KI des Warden verbessert? Wo? In der Mülltonne? Soll ich da mal nachgucken gehen, ob die in der Mülltonne liegt oder was? Oh, es ist, ich will es doch nur verstehen. So, du gehst jetzt auf jeden Fall erstmal schlafen. Ja, dann den Heldenschub, den könnt ihr euch sonst wohin stecken jetzt. 61.000 haben wir sogar übrig, 64.000. Mal gucken. König kostet mich 233.000. Ich hätte mal besser noch was ausgegeben für eine Mauer, aber das bringt ja eigentlich auch nichts. Ja, und dann würde ich mal sagen, nehmt mir auf jeden Fall den Wutausbruch nicht zu übel, denn manchmal muss das einfach mal raus. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Macht es gut. Hoffentlich schreibt jetzt niemand etwas zum Warden in den Chat, sonst werden sie nämlich alle es bereuen. Also, macht's gut, bis später. Tschüss.